Guten Tag. Heute erklären wir, was eine Verätzung ist und wie sie zustande kommt. Eine Verätzung ist das Ergebnis des Kontakts zwischen dem Gefahrstoff und dem menschlichen Gewebe. Das heißt, die Haut oder die Augen. Die Verätzung wird durch sogenannte reizende oder ätzende Stoffe verursacht. Reizstoffe können zu Erythemen wie Rötungen, Juckreiz oder Trockenheit führen. Im Hinblick auf die Zellzerstörung kann man von einer leichten Reaktion sprechen. Dennoch sollte der toxische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden, denn dieser kann mit der Beschaffenheit des Produktes zusammenhängen. Nehmen wir zum Beispiel Waschbenzine, ein Produkt, das die Haut reizt, aber auch giftig für den menschlichen Körper ist. Ätzende Stoffe haben das Potenzial, schwere Verätzungen zu verursachen, da sie ins Gewebe eindringen können. In jedem Fall ist der Reaktionsmechanismus immer derselbe. Der Gefahrstoff kommt mit dem Gewebe in Kontakt und verbleibt für eine gewisse Zeit auf der Oberfläche. Diese Zeit wird durch den betroffenen Körperbereich, die Konzentration des Gefahrstoffes und ihre Eigenschaften bestimmt. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied zwischen reizenden und ätzenden Stoffen. Anschließend dringt der Gefahrstoff in das Gewebe ein und zerstört die Zellen im Inneren. Je tiefer der Gefahrstoff eindringt, desto schwerer ist die Verätzung. Vier Faktoren bestimmen den Schweregrad der Verätzung. Die Eigenschaften und die Konzentration des Gefahrstoffes, die Kontaktzeit und die Temperatur des Gefahrstoffes. Zuerst die Eigenschaften der Chemikalie. Je nach Beschaffenheit gibt es Unterschiede. Ist es eine Säure, eine Base, ein Oxidationsmittel, ein Reduktionsmittel, ein Chelatbildner oder ein Lösungsmittel? Danach beobachten wir Unterschiede je nach seiner Konzentration. Dies ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Abflussreiniger und industriell konzentriertem Eznatron, das in der Wasserwirtschaft verwendet wird. Der Zerstörungsmechanismus ist in beiden Fällen der gleiche. Die Zelle verflüssigt sich bei Kontakt mit dem Natriumhydroxidmolekül. Allerdings wird das Eindringen bei Kontakt mit einer hochkonzentrierten Chemikalie viel schneller erfolgen. Auch die Kontaktzeit ist sehr wichtig. Je länger die Chemikalie in Kontakt mit dem Gewebe bleibt, desto mehr Zeit hat sie, um zu wirken. Daher ist es wichtig, die Chemikalie so schnell wie möglich mechanisch zu entfernen. Und stopp! Und schließlich ist da noch die Temperatur. Jede Flüssigkeit, die auf eine Temperatur höher als 50 Grad gebracht wird, löst bei Kontakt unvermeidlich eine thermische Verbrennung aus. Diese Verbrennung zerstört die Zellen und erleichtert das Eindringen der Chemikalie in das Gewebe. Sie können sehen, dass der Schweregrad der Verätzung in direktem Zusammenhang mit der Eindringfähigkeit des Produkts in das Gewebe steht. Das Ziel der Dekontamination ist es daher, das Eindringen des Produkts in das Gewebe so schnell wie möglich zu stoppen oder zu begrenzen. Dekontamination kann nicht heilen, aber sie hat eine Hauptfunktion: das Eindringen der Chemikalie zu stoppen oder zu begrenzen. Dies ermöglicht dem Rettungsdienst eine bessere Versorgung des Patienten. Aus diesem Grund sind Erste-Hilfe-Einrichtungen bei Unfällen mit verschütteten Gefahrstoffen so wichtig. Es gibt drei Sorten von Risikobereichen. Zuerst einmal Industriebereiche, insbesondere Lager-, Produktions-, Entlade- oder Wartungsbereiche für Chemikalien. Dann gibt es noch die Labore, in denen mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet wird. Und schließlich im Hausbereich mit Haushaltsprodukten, Abflussreiniger, Zement oder Kalk. Ein Chemikalienspritzer kann auf menschliches Fehlverhalten bei der Handhabung beruhen. Auch ein Bruch des Behälters oder ein Geräteversagen kann die Ursache sein. So kann zum Beispiel ein Wartungsvorgang an einem nicht ordnungsgemäßen oder nicht gesicherten Ventil
neben der Verätzung auch zu einem mechanischen Schlag aufgrund des erzeugten Drucks führen. Neben den direkten Spritzern kommt es auch zu Kreuzkontaminationen, zum Beispiel durch einen verschmutzten Handschuh in Kontakt mit dem Auge. Unfälle sind leider keine Seltenheit. Um sie zu vermeiden, ist die Einhaltung der Sicherheitshinweise oberstes Gebot. Auf der kollektiven Stufe mit der Einhaltung des Präventionsplans und auf individueller Stufe mit dem Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen kann immer noch ein Unfall passieren. Daher ist es unerlässlich, in den Risikobereichen ein effizientes Dekontaminationssystem zu haben. Auf diese Weise kann ein chemischer Unfall ein Zwischenfall bleiben.